Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Da sind wir wieder bei Zyklus 233 und ja, wir haben jetzt gerade, ja, wie gesagt, gerade frisch den Zyklus 233. Kohle 22,6 Tonnen, das ist immer noch nicht so prall. Aber wir haben hier einen kleinen Hoffnungsträger. Wir haben hier einen kleinen Hoffnungsträger, aber das zeige ich euch gleich. Verschluckt, ekelhaft. Ja, zum einen habe ich hier oben noch eine zweite Farm hingebaut, eine zweite Hedgefarm. Und da sind jetzt gerade die Hedges bei, hoffe ich, Kohle zu produzieren. Dass wir zumindest ein bisschen gegen anproduzieren können. Und ja, da würde ich ganz gerne, habe ich hier eben noch die zweite Farm gesetzt. Das ist noch nicht rechtzeitig fertig geworden. Deswegen habe ich erst das in Auftrag gegeben und dann das noch gebaut. Außerdem wollte ich noch eine zweite Farm haben, damit wir vielleicht eben zwei Farmen nutzen können, um halt ordentlich Kohle zu produzieren. Nun ist es ja aber so, dass wir ja in der letzten Folge ja auch schon gesehen hatten, dass wir hier unten, ganz unten im Keller, hier Öl haben. Das würde ich natürlich gerne abpumpen. So, da sind wir natürlich bei, oder da möchte ich ganz gerne bei. Jetzt ist das Problem hier, ich muss mal gucken, wegen Strahlung. Ich habe jetzt mir hier schon mal so ganz pauschal mir hier so eine Ölraffinerie reingebaut. Und da würde ich ganz gerne, da mir jetzt hier zumindest ein bisschen strommäßig ein bisschen was aufbauen. So, wir machen jetzt mal Flüssigkeitstank. Den bauen wir erstmal dahin. Dann würde ich ganz gerne eine Sanitärpumpe setzen. Und zwar aus Gold. Und die würde ich ganz gerne hier hin. Ups, ne, so geht es natürlich nicht. Eine Sanitärpumpe nehmen. Eine Sanitärpumpe, die packe ich dahin. So, und dann nehmen wir das Öl, was hier kommt. Das packen wir da rein. Natürlich brauchen wir auch dementsprechend noch ein Kabel. Nehmen wir auch mal aus Blei. Ah, da haben wir jetzt natürlich nie so viel. Das ist natürlich doof. Aber dann nehmen wir sonst mal ein normales Stromkabel. Das müsste eigentlich auch reichen. So, das ziehen wir erstmal da rein. Normales Stromkabel. Und dann möchte ich das einmal. Ja, das müssen wir dann gleich hier freigeben. Ja, mal sehen, das wird natürlich ein bisschen sau rumsauen hier gleich. Muss mal gucken, wie das passt. Das haben wir da. So, dann haben wir unerreichbarer Grabeort. Ach so, jetzt sehe ich gerade, jetzt haben wir hier ja noch den kalten Schlamm hier. Das ist natürlich, warte mal, das ist natürlich nicht ganz so schlau, was wir jetzt hier gerade machen. Dann müssen wir das ein bisschen umbauen. Warte mal. Das müssen wir ein bisschen. Kalter Schlamm. Ich kann es gerne hier einmal runter. Das brechen wir einmal ab. Das kann ja meinetwegen so bleiben hier. Das müssen wir nur zerlegen. Das müssen wir abbrechen. So, das können wir meinetwegen auch so lassen. Und dann weiß ich nicht, wie groß der Schlot ist. Packe ich mal bis hier. Das müsste eigentlich auch gehen. Da sollen sie rein, da runter, dann können sie hier längs. So, gucken wir mal hier. Packen wir ihn erstmal ein bisschen ein. Packen wir ihn erstmal ein bisschen ein. Mal sehen, was wir hier noch machen. Da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren drüber. So, das machen wir auch mal weg. Das kann ja gerne so bleiben. Das kann weg. Da war sonst mal ein bisschen Prio rauf. Also 7 oder so. Damit wir das mal schon bauen können, zumindest bis hier. Dann würde ich mich ganz gerne hier so eine kleine Produktionsstätte bauen. Ich hoffe, dass die Jungs und Mädels das es hinkriegen. Ja, ich habe das nämlich ein bisschen umgebaut, jetzt auch vom Sauerstoff her. Und zwar, ich zeige euch das auch nochmal. Ich habe das ein bisschen logisch aufgebaut. Und zwar hieß es jetzt nun so. Hier ist gerade offen, so wie es aussieht. Okay, jetzt hat er wahrscheinlich gerade wieder zugemacht, oder? Weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich das jetzt so, habe ich das ein bisschen umgestrickt. Hier ist ja noch ein Tank zwischen. Hier kommt ja erstmal Luft rein. So. Normalerweise ist es so, dass die Luft hier runtergehen soll und nachher die Atemmasken tanken soll. Das ist ja erstmal die Grundfunktion. Dann habe ich das aber so eingestellt, sobald hier dieser Tank 100% voll hat oder bis 100%, dann sendet er erstmal ein rotes Signal
Und er sendet ein grünes Signal, wenn der Tank weniger als 5% hat. Ey, was? Er sendet ein grünes Signal, wenn der Tank weniger als 5% voll ist. Ist auch 100% voll ist. Okay, alles klar. Naja, wie dem auch sei, er soll... Warum macht der eigentlich auf? Verstehe ich hier gerade nicht. Ich weiß nicht, warum er hier gerade aufmacht. Wollte er eigentlich gar nicht. Aber er ist auf jeden Fall zu, sonst würde da ja Luft rauskommen. Naja, aber ihr seht es ja selber. Ich habe hier ein wir haben hier ein grünes Symbol. Das soll ja eigentlich so ja nicht sein. Er soll jetzt eigentlich leer laufen. Er soll jetzt eigentlich leer laufen und dann hier ein Signal geben. Das heißt, im Endeffekt, wenn hier der Tank voll ist, also wir hier einen Überschuss haben an Luft, dann soll er hier aufmachen. Dann soll er hier aufmachen und die überschüssige Luft aus dem Lufttank soll er dann halt in die Basis geben. Aber solange der Tank eben nicht voll ist, soll er das eben halt auch nicht tun, sondern soll unten die Atemmasken entsprechend mit Luft versorgen. Das ist eigentlich der Hintergrund. So, Pufflet Eye, ich werde mal alles ab. Wo ich gerade nicht. Na, also das ist der Hintergrund. Wenn der Tank also zu 100% voll ist, dann sendet er halt ein grünes Signal. Und das ist halt dann negiert. So, jetzt sind die natürlich zu, weil der Tank noch nicht voll ist. Wäre der jetzt aber auf 100% voll, dann würden die aufmachen. So lange, bis der wiederum auf 5% sich geleert hat. Und ab 5% würde er dann, würden die Luftauslässe, die Gasabzüge würden sich hier wieder schließen. So. Viel Theater um nichts. So, dann haben wir hier, da sind sie schon mit bei. Das ist gut. Da sind sie fleißig bei. Gut. Und du hast das auch schon mal wegmachen. Das kann weg. Das kann weg. So, das machen wir auch zu. Dann können wir das nämlich schon so ein bisschen vorbereiten. Und wie gesagt, wir machen hier dann erstmal die Ölraffinerie. Ölraffinerie, dann haben wir daraus, gewinnen wir Erdgas. War das ja, glaube ich, ne? Erdgas, warte mal, veredeln, ja. Ölraffinerie, dann machen wir nämlich zum einen, generieren wir Petroleum und Erdgas. Petroleum können wir wiederum in Energie umwandeln und Erdgas auch. Erdgas ist sowieso wichtig, ne? Da können wir dann hier an dieser Stelle nämlich ein bisschen Energie nämlich produzieren. Das sollte hoffentlich funktionieren. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. So. Ja, es wird natürlich einen Moment dauern, hier ist klar. Das wäre jetzt erstmal so, so das Ding. So, da haben wir erstmal den... Der pumpt Öl da rein. Dann soll er eigentlich... Öl rausgeben an ihn. Und dann kriegen wir hier... Petroleum raus, ne? So, Petroleum. Einmal Petroleumgenerator. Dann setzen wir ihn hier. Ich weiß noch nicht, wie viel Öl der halt raushaut. Können wir sonst auch hier drüben hier hinbauen. Soll ich zwei reinbauen? Reicht das? Was heißt, reicht das? Aber weiß ich nicht, ob das... Ich kann das ja auch ein bisschen mit Logik verbauen. Ich mach mal das. Ich mach mal zwei hin. Wir können ja auch erstmal nur einen anschließen. So, die verbraten. Was bringen die? Die produzieren... 2 kW. 2 kW produzieren die? 2 kW produzieren hier. Das ist natürlich heftig. Das ist natürlich heftig. So. Also wir brauchen auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Metall, damit wir die besseren Kabel verlegen können. Gold zu Goldamalgam. Wie viel haben wir denn? Wir haben 17 Tonnen Goldamalgam. Kupfer haben wir 14 Tonnen. Ja, Kupfer geht uns auch so langsam aus, ne? Das müssen wir. Gut, wir haben hier noch überall. Haben wir noch ein bisschen was. 9 Tonnen. Wolframit haben wir 292, fast 300 Kilo. Würde ich fast sagen, wir machen hier mal ein bisschen Gold. 50.
Ist auch gut. Ja, hier hatte ich übrigens auch eine Schaltung reingebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das auch gezeigt hatte. Und zwar, der seht ihr ja selber, der läuft momentan nicht. Das habe ich auch so kalkuliert und so gemacht. Der hängt von dem letzten Wassertank ab. Da sage ich nämlich auch, wenn der Wassertank voll ist, ne, also wenn der Tank voll ist, nee, Quatsch, wenn er leer ist, Entschuldigung. Wenn der Tank leer ist, ne, da ist er schon so ein bisschen down. Der hat jetzt gerade mal 585 von 5000 Kilo ja gelagert, Frischwasser. Wenn der leer ist, dann schaltet er erst hier den Filter wieder zu. Und der bleibt so lange eingeschaltet, bis dieser hier wieder voll ist. So, und erst wenn das voll ist, dann schaltet das wieder ab. Und hier kann sich das Wasser nämlich füllen. Das hat nämlich eben genau den Vorteil, dass wir nämlich das Schmutzwasser erstmal nochmal ein bisschen sammeln. Wir sammeln, bis der wieder leer ist. Dann wird so lange dieser Frischwassertank, dieser Vorrat gefüllt, bis wieder voll ist. Und dann, ja, dann schaltet er wieder ab und schaltet den so lange ab, bis der sich wieder der Null bewegt. Und erst wenn der hier wieder komplett leer ist, dann schaltet sich der Filter erst wieder rein. Sodass wir im Prinzip immer Wasser fast immer ganz voll haben und sich hier aber doch das Schmutzwasser auch erstmal so ein bisschen ansammeln kann. Dass wir uns da so ein bisschen was ansammeln können. Genau. So. Gut, da sind sie jetzt noch ein bisschen bei. Oh, hoffentlich kommt ihr da gleich wieder hoch. Nicht, dass ihr euch da wieder gleich einbaut. So, das ist mich die. Das müssen wir nicht machen. Das ist nämlich die Stromalternative. Das ist uns alles nichts. Na. Hier gleich noch ein bisschen aufpassen, das ist nämlich das Wasser, das wir mich da gleich durchbrechen. Nicht, dass wir hier unten alles voller Dings haben, Salz. Das wäre dann vielleicht mal sinnvoll, wenn wir das dann vielleicht erstmal abbrechen hier unten. Oder wir müssen das hier nach hinten umleiten. Das ist zwar dann nicht das beste Wasser, aber gut, das haben wir sowieso überall Mischwasser hier. Das ist Sand, aber das juckt uns in dem Moment nicht. Können wir aber auch schon mal hier ein bisschen einpacken. Nicht, dass wir uns da. Dass das Wasser hier gleich auf den Kopf fliegt. Gasmaske ist gleich leer. Ich hoffe, die gehen auch rechtzeitig nach oben. Ja, die haben natürlich einen massiven Weg hier, ne? Krass. So, es dauert hier wieder ein bisschen. So, dann haben wir auf jeden Fall die Petroleumgeneratoren. Das hätten wir da. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich auch Transformatoren nachher. Weil wenn die beiden jeweils 2000 Watt rausballern, das ist natürlich schon ganz schön krass. Stromgeneration, Petroleum, Erdgasgenerator. Wollen wir davon auch jeweils zwei bauen? Bauen wir jeweils zwei. Mach den mal weg. Bau abbrechen. Strom. Gas. So. Ich baue mal zwei von jeder Sorte. Vorsichtshalber. Dann könnten wir das eigentlich abbauen und hinsetzen. Dann hätten wir drei und zwei. Dann hätten wir einen Tank. Ich bin ja ein Freund von einem Tank. Gastanks? Gastanks? Ne, Gastanks wollte ich gar nicht. Muss ich Gastanks.
Flüssigkeit sind, das ist ein Gastank. Für den brauchen wir einen Gastank hier. Haben wir aber keinen Platz dafür. Das würde ich nämlich auch ganz gerne so ein bisschen puffern, das Ganze. Zerlegen. Das. Das wird dann dahin gebaut. Da kriegt er sein Öl. Dann kommen wir hier rein. So, dann machen wir nämlich hier einmal hier einen Flüssigkeitstank. Sanitär. Und der haut dann hier Petroleum raus. Petroleum geht hier rein. Und betankt die zwei. Ja, so haben wir immer so ein bisschen Puffer. Falls wir doch mal ein bisschen mehr produzieren, dann haben wir immer mal einen Puffer. Und genau das gleiche machen wir dann auch hier mit. Ich frage nur gerade, wo ich mir den Gastank hinbaue. Wahrscheinlich da drunter, ne? Runter. Das könnte man sonst hier hinbauen. Aber besser nicht da. Dann hier rein. Den zerlegen wir. Dann hier. Mal die Leiter bis hier vorne. Ja, gut. Ja, gut, das passt schon. Jetzt kriegen wir hin. Dann machen wir erstmal bis hier. Da haben. Dann machen wir einmal Lüftung. Nee, Moment. Moment. Der haut ja einfach nur Erdgas raus. Der produziert nur Erdgas. Das ist natürlich Kacke. Dass wir müssen wieder einen Luftfilter reinsetzen. Einen Luftfilter müssen wir reinsetzen und da kommen sie auch wieder nicht hin. Ah, Elend. Na gut, dann machen wir das mal so. Schaut mal so. Vielleicht noch rum. Das heißt, wir brauchen hier wiederum einen Luftfilter. Eine Pumpe und Luftfilter. Sanitärlüftung. Gaspumpe. Müssen wir die am besten mal hier hinsetzen. Der soll ziehen. Und dann machen wir den. So, dann können wir eigentlich auch gleich Automation und dann sagen wir das Elementsensor. Setzen wir dahin. Darüber. Sobald der Erdgas detektiert, macht er die Pumpe an. Dann zieht er das einmal durch den Filter. Dann zieht er das einmal durch den Filter und müssten wir eigentlich das hier einmal rausfiltern. Erdgasgenerator, warte. Erdgasgenerator, was produziert er denn sonst noch? Verschmutztes Wasser produziert er auch noch. Okay. Erdgas, verbraucht Erdgas. Verschmutztes Wasser produziert er. Kohlendioxid wird rausgehauen. Energie 800 Watt. Verschmutztes Wasser. Produziert verschmutztes Wasser und Kohlendioxid. Erdgas. So, da hauen wir erstmal Erdgas raus. Und hier kommt Kohlendioxid raus. Natürlich die Frage, was machen wir mit dem Kohlendioxid? Ah, nein, das sollte so nicht sein. Machen wir den Kohlendioxid.
könnte man natürlich jetzt auch wiederum hier oben, nee, also noch weiter hier hoch hinpumpen, also hier hinpumpen, dass das hier mit verbrät. Kohlendioxid. Ich mache erstmal hier einen Abzug, das macht so schön. So, und dann braucht er noch Wasser, ne? Nee, ich glaube, der haut zwar Wasser raus, aber das wird hier landen. Das ist natürlich dann scheiße. Das ist dann natürlich scheiße. Warte mal. Gut, dann müssen wir ein bisschen tricksen und richtig Mist bauen. Warte mal, machen wir erstmal. Was ist das hier? Das ist Gitter, Ziegel, Eisen, Erz. Dann. Ja, der wird das hier raushauen. Da, wo die. Warte mal. Gebäude. Und zwar hier, wo diese Nupsis sind. Hier, da sind die Nupsis. Gitterziegel. Und die setzen wir da und da. Also da und da. Dann wird das hier durchlaufen. Da hat er es noch gar nicht gesetzt. Ziegel. Mal. So. Wir müssen es erstmal nach hier unten laufen, quasi. Hier ist auch noch so viel Öl. Gucken. Dass das Wasser wird hier runterlaufen. Oh mein Gott, das ist aber auch wieder, du ehrlich. That is very complicated to me. Aber schön ist alles durchwischt hier. Das dauert also noch ein paar 4 Milliarden Jahre, bevor wir das hier erstmal durchhaben. So. Bitte einmal alles bauen. Ich weiß, ich habe Besseres zu tun, ist mir bewusst, aber nützt nichts. Ja, natürlich schön. Jetzt haben sie natürlich leider wieder nicht gebaut, die Holzköpfe. Machen wir gleich mal eine Alarmbau hier, damit sie mal ein bisschen Wallung machen. Solange sie nur Luft haben, das wird mir auch so langsam knapp. So, jetzt können sie nach oben auch weg. So. So, jetzt könnt ihr einmal nach oben latschen. Das war mir schon knapp. Ich meine, es war noch keine Alarmmeldung, aber trotzdem, das wäre schon knapp geworden. So. Ja, das wäre erstmal so das Ding. Na, also wir würden einmal hier
einmal Erdgas produzieren. Erdgas geht dann hier rein. Erdgas geht dann wiederum in diesen Gastank. Wird versorgt nachher diese Generatoren. Dann das schmutzige Wasser wird erstmal nach unten wegsüffeln. Und dann hätten wir noch Kohlendioxid, ne? Kohlendioxid, das geht dann hier raus. Das haben wir dann erstmal, hätten wir dann erstmal hier ganz geballt. So, das hätten wir an der Stelle. So, dann hätten wir Petroleum. Petroleum würde erstmal hier reingehen. Würde die beiden versorgen. Und die beiden hauen dann... Hauen die nicht auch irgendwas raus? Oder machen die nur Energie? Na gut, Kohlendioxid werden die natürlich raushauen. Achso, und den Petroleum kriegen sie. Und dann hauen sie sich Kohlendioxid raus. Wollen wir nochmal gucken. Kohlendioxid. Effekte. Verschmutztes Wasser hauen die auch raus. Verschmutztes Wasser. Effekte. Verschmutztes Wasser. Energie. Oh, das heißt, wir müssten eigentlich einen wahnsinnig großen Tank hier unten bauen. Es sei denn, wir machen hier noch eine Filteranlage. Wir könnten noch eine Filteranlage reinbauen. Das ist aber sicherlich sehr warmes Wasser, was die hier produzieren. Was machen wir mit dem Wasser? Das müssten wir eigentlich hier sammeln. Eigentlich müssen wir das hier sammeln. Ja, muss ich mir nochmal darüber Gedanken machen. Wir sind aber schon wieder über 26 Minuten. Insofern muss ich erstmal überlegen, was wir da noch Schönes bauen. Wie wir das lösen. Das ist natürlich alles wieder vor sich hingeklüngelt hier. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.